Mann zum Bäcker, ich möchte gerne 30 Brötchen, sagt der Bäcker. Nehmen Sie doch 40, dann platzt die Tüte. Ich dachte, ihr wolltet so die alte Jonisch wieder. Heute mal so ein bisschen Back to the Roots mäßig. Wir sind wieder in meinem anderen Zimmer. Wir klären heute in diesem Vlog eine Frage, die ich mittlerweile sehr oft gefragt werde, gerade von Leuten, die einen neuen Kanal aufmachen wollen. Und zwar geht es heute um die Frage, wie ich meine Videos mache und welche Tipps ich für euch dort draußen habe. Und jetzt kommt das Intro. Ja, ich glaube, das ist eine der meistgefragtesten Fragen in letzter Zeit, gerade von Leuten, die einen neuen Channel aufmachen wollen, die mich einfach fragen, hey Lisa, hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? Und in dem Zusammenhang natürlich auch gleich die Frage, hey Lisa, wie bearbeitest du eigentlich deine Videos und wie viel Zeit nimmt das eigentlich so in Anspruch? Deswegen habe ich mir heute mal gedacht, ich werde euch einen kleinen Dreiteiler zusammenschneiden. Ja, ich habe auch extra vorproduziert. Und versuche euch damit so ein bisschen zu zeigen, wie ich meine Videos mache, was ich für Tipps für euch habe, wie ich die bearbeite und wie es dann im Upload später aussieht. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich so eine kleine Reihe nach dem Motto, wie mache ich meine Videos kurz, wie fünf. Ja. Und habe ich die Videos extra in drei Teile aufgeteilt, sodass ich jetzt darüber rede, was man vielleicht so ein bisschen beachten sollte, was wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Videos dreht. Im zweiten Teil geht es dann wiederum darum, dass ich euch so zeige, wie ich meine Videos schneide und bearbeite. Und in Teil 3 zeige ich euch dann, wie man seinen YouTube-Upload so ein bisschen optimieren kann. Ich will ja eigentlich keine Werbung machen, aber ich habe auf dem Video Day dieses Buch gekriegt, das Creator Playbook 2, wo ganz viele Tipps und Tricks da drin stehen über eure Uploads, über eure Videos, wie ihr die produziert und hochlädt und ganz viele Kniffs und Tricks, wovon ich mir auch ein paar Sachen abgeguckt habe, die ich auch so im weiteren Verlauf dieser drei Videos so ein bisschen erklären werde. Zuallererst möchte ich halt erstmal die Frage klären, was ich so euch an Tipps geben kann, wenn ihr eure Vlogs macht oder was auch immer ihr für Videos macht, was man da so vielleicht beachten sollte. Keine Ahnung, wie man das jetzt betiteln kann. Meiner Meinung nach ist es immer sehr, sehr wichtig, dass eine Person interessant ist. Das heißt, ihr müsst eigentlich nach Möglichkeit schon direkt von der ersten Sekunde an präsent sein und ihr müsst halt für den Zuschauer dementsprechend auch ansprechend sein. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von Kleidung oder so, aber für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass jemand eine gewisse Ausstrahlung einfach schon hat. Also wenn ich dann so in meinen Videoempfehlungen mal gucke und da jemand ist, der fast einschläft beim Reden, dann denke ich mir auch manchmal so, dementsprechend solltet ihr schon so ein bisschen Energie auch zeigen. Dementsprechend solltet ihr schon so ein bisschen aktiv sein, eine positive Ausstrahlung haben. Und vor allen Dingen, was ich immer sehr schön finde, ist, wenn Leute sehr offen auf andere wirken. Ich zum Beispiel als Person bin sehr offen zu vielen Themen und nehme da meistens auch kein Blatt vor den Mund. Warum auch? Wenn dir etwas nicht gefällt, dann solltest du auch das sagen. Außerdem sollten natürlich solche grundlegenden Sachen wie Freundlichkeit und Sympathie am besten vorhanden sein. Außer ihr wollt jetzt so ein Arschloch sein wie Julian und dann so ein, ne? Aber das ist halt, wie gesagt, auch nur seine Rolle und der verkörpert die meiner Meinung nach ziemlich gut. Außerdem solltet ihr euch am besten meistens Themen suchen, die aktuell sind oder die zumindest eine große Zielgruppe ansprechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur über Kinderklötze rede, würde das wahrscheinlich auch nur ein kleines Publikum ansprechen. Als kleiner Tipp von mir, ihr könnt auch mal auf der Google News Seite zum Beispiel ein bisschen gucken nach neuen News oder generell in den Nachrichten mal ein bisschen umhören, was gerade so aktuell passiert ist. Und wenn euch das Thema zum Beispiel auch selber zusagt, könnt ihr euch einfach mal vor die Kamera setzen und vielleicht ein paar Takte dazu sagen. Wer weiß, was die Leute da draußen darüber denken. Außerdem finde ich es auch ziemlich wichtig, dass man so den Kontakt zu seinen Zuschauern hält. Ich weiß, ab einer bestimmten Abonnentenzahl ist das einfach irgendwann nicht mehr möglich, aber ich versuche immer noch, so gut wie ich Zeit habe und die Möglichkeit habe, alle Nachrichten zu beantworten, die ich kriege, Kommentare zu kommentieren unter meinen Videos und einfach den Kontakt zu meinen Abonnenten zu pflegen. Immerhin lassen die euch auch das Abo da, also kann man denen auch irgendwo ein bisschen was zurückgeben. Und da sind wir auch schon bei meinem letzten Tipp, welchen ich fast am wichtigsten finde, seid ihr selbst. Versucht euch nicht irgendwie in irgendwelche Rollen reinzuzwängen, außer ihr wollt diese Rolle vielleicht spielen und das ist wiederum was anderes, weil das dann wieder eine schauspielerische Ebene ist. Aber versucht euch bitte nicht mit Biegen und Brechen euch anders darzustellen, als ihr wirklich seid. A, fällt das in den meisten Fällen auf und B, ist das dann überhaupt nicht mehr natürlich. Ich denke, gerade YouTuber, die ziemlich natürlich rüberkommen, sind die gefragtesten irgendwo. Wie gesagt, das ist nur meine Auffassung der Dinge und es gibt bestimmt auch andere Leute, die sagen, dass die Tipps total für den Arsch sind und es gibt dann so und so viele Tipps.
Whatever. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo noch herkriegt, weil ich weiß nicht, ob ich dafür Geld zahlen würde, aber das Ding an sich ist ziemlich praktisch. Also wer auf dem Videodate zum Beispiel eins abgreifen konnte, sollte da wirklich mal ab und zu mal drin blättern. Ich habe mich schon ein bisschen durchgeblättert, es sind interessante Sachen da drin, die ich auch für meine Uploads teilweise dann noch versucht habe umzusetzen. An sich ist es nicht schlecht. Ich meine, ich werde jetzt nicht jedes Mal die Checkliste fürs Hochladen meiner Videos abgeben und die immer schön anstreichen. Dann müsste ich mir die auch 300 Mal kopieren. Aber ist zumindest mal ein paar Minuten durchblättern wert. Soweit erstmal dazu. Und jetzt zu dem Thema generell Drehen des Videos und der Idee. Da muss ich dem Dr. Iverson zum Beispiel sehr zustimmen, der gesagt hat, ein gutes Video, was gut umgesetzt ist, kommt im Endeffekt auch gut an. Das heißt, ihr solltet euch schon mehr als 5 Minuten über euer Thema Gedanken machen und ich zum Beispiel skripte mir teilweise auch schon etwas vor, weil ich auch ein Mensch bin, der ziemlich schnell mit seinen Gedanken immer hin und her hopst und dann einfach nicht in die Pötte kommt und dann würde ich wahrscheinlich eine halbe Stunde zulabern anstatt meine 5 Minuten. Deswegen opfert da ruhig mal ein bisschen Zeit und macht euch vielleicht auch nur eine Liste, wo ihr dann abhaken könnt, welche Themen ihr jetzt genau schon gesagt habt. Und glaubt mir, das Skripten und das Filmen sind mitunter die wenigste Arbeit an so einem Ding, weil es noch länger dauert, das Ding zu bearbeiten, zu schneiden und dann hochzuladen. Aber dazu komme ich dann später nochmal. Das war also der erste Teil meiner Kette, wie ich meine Videos mache und ihr findet jetzt am Ende des Videos einen Link zum zweiten Teil, wo es dann rund um die Bearbeitung, um das Schneiden geht. Ich hoffe, euch konnten die Tipps so ein bisschen helfen und vielleicht sieht man sich ja im nächsten Video.